Hallo, Übung 5, Adam. Diese Übung weist einige Parallelen zu meinem Sohn Adam auf. Sie ist nicht nur in der Mitte dieses Buches, sondern auch Adam ist der mittlere meiner 5 Kinder. Außerdem soll uns diese Übung helfen, zu einem gleichmäßigen Ein- und Ausatemgefühl zu kommen, also zu einer Ausgeglichenheit, so wie mein Sohn Adam auch ist. Zu beachten, die Verbindungsatmer. Keine Stop and Goes bei den Achtelpausen. Die Luftgeschwindigkeit beim Ein- und Ausatmen, also beim Spielen und beim Luftholen, sollte dieselbe sein. Das Gefühl eines durchgehenden Legatos sollte dabei entstehen. Ich hoffe, die Erklärungen im anschließenden Erklärungsvideo für den Verbindungsatmer bringen euch noch ein bisschen Aufschluss. Viel Spaß beim Probieren und beim Anwenden. So, was ist nun ein Verbindungsatmer? Kein Verbindungsatmer wäre das. Hier ist ein Beginn, hier ist ein Ende. Wie bei einer Luftpumpe, wir ziehen auf, stoppen hier, blasen, ziehen auf, stoppen hier, blasen. Das heißt, es gibt hier einen Stopppunkt und hier einen Stopppunkt. Das ist eben, das unterbricht jede Phrase nach jedem Mal Atemholen. Viel besser wäre es, einen Kreislauf zu machen. Der Kreislauf würde aussehen so, wir atmen aus. Hier wäre der Wendepunkt, das heißt, oben ist das Ausatmen, unten ist das Einatmen. Und am Ende des Ausatmens und zu Beginn des Einatmens, auch hier, am Ende des Einatmens und am Beginn des Ausatmens sollte dasselbe Körpergefühl entstehen. Das heißt, man drückt die Luft nicht bis zum Schluss, sondern hebt das körperliche Druckgefühl schon auf in Richtung Einatmen, bis der Wendepunkt kommt, atmet tatsächlich ein, bis man voll ist, atmet weiter, aber gibt den körperlichen Druck schon in Richtung Ausatmen, bis der Wendepunkt kommt und atmet dann aus. Dann entsteht sozusagen ein Kreislauf und kein Stop and Go. Und das wirkt sich beim Spielen so aus, dass man das Gefühl hat, der Atem verbindet hier die Phrasen. Auch hier. Und das nenne ich Verbindungsatmer.